Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy V mit Chibi Let's Play. Und lasst euch nicht von dieser wabernden Tapete irritieren. Die hat Exter so geordert, als er hier das Schloss einrichten ließ. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen gezeltet. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch mehr Lava vor uns haben. Ich würde nämlich erstmal gerne die Zeitmagie wieder bei dir auswählen. Ja, ich halte es einfach für sinniger. Können wir noch irgendwie was... Oh, Reflektreif. Naja, ist von der Verteidigung her jetzt nicht so gut. Und ich mag den Zustand Reflekt einfach nicht so gerne, weil ich auch gerne Vigra einsetze. Können wir bei dir vielleicht noch irgendwie was ändern? Zwillingslanze. Zwillingslanze? Okay, der Angriff geht doch deutlich höher. Dann machen wir das so. Aber die Diebeshandschuhe möchte ich trotzdem behalten. Handschuhe erhöhen die Chance auf erfolgreiches Stehlen. Brauchst du. Auf jeden Fall. So. Ich habe Angst. Sie ist leer. Okay, ich habe schon gedacht, der Tod will mir jetzt entgegenspringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nein, es sind nur ein paar Häschen. Ah, oh, wie schön. Okay, das war gerade die Zwillingslanze von wegen doppelter Angriff. Das ist schon mal ein guter Vorteil, den man doch haben sollte, finde ich. Einmal kurz fast. Dann greifst du die Kaninchen mal alle an. Die hoffentlich auch gleich weg. Bevor sie sich gegenseitig wieder zum Leben erwecken, ja, oder so. Bums die Bums. Ah, so viel dazu. Diesmal hat es keinen erweckt. Interessant. Und diesmal den Golem. Nun gut, wenn ich dafür vielleicht auch die Erfahrungspunkte für zwei Golem bekomme, dann machen wir das halt so. So, Lena ist um eine Stufe aufgestiegen. Ist sie jetzt beim Max... Also eine Stufe, So, wir haben zwei Treppen. Ich würde sagen, ich nehme die rechte. Huch. Ich glaube, ich sollte mich erstmal heilen. Wäre vielleicht auch angebracht. Moment, erstmal ordnen hier. Oh. Oh. Sehr schön. Hartisano. Hä? Hartisano. Ein Speer. Sowohl im Kampf als auch als Zierobjekt. Anlegen, um die Angriffskraft von Sprungattacken zu verdoppeln. Also perfekt für einen Dragoon, der sich eh auf Speere konzentriert. Mhm. Reicht das jetzt? Nee, bei weitem nicht. Dann eben so. Bums die Bums. Ja, okay, es fiel jetzt zwar in dem Fall nicht so stark aus, aber trotzdem zwei Angriffe hintereinander zu haben, ist auf jeden Fall von Vorteil.
würde ich zumindest als Vorteil betrachten. Okay. Was haben wir denn in der Truhe? Fuma Shuriken. Ist das jetzt ein einmaliges Wurf-Item? Ja, ne? Machen wir das Game. Da, Fuma Shuriken. Ninja-Waffe benutzbar mittels Werfen. Yep. Ich wundere mich nur, dass hier kein Symbol für ist und bei Vollmondklinge ja eigentlich auch nicht. Aber gut, dann ist das halt so. Gerne mal lieber über der 1000 lassen. Okay, dann gehen wir mal weiter unseres Weges, ne? Wenn hier sonst nichts ist. Truhe ist wieder geschlossen. Komm, jetzt ist aber gut. Ich will weiter. Ich will nicht mit euch spielen. Ich sagte, ich will nicht mit euch spielen. Geht weg. Tschüss. Nee, die ist immer noch leer. Na gut. Hä? Moment. Das ist doch... Gilgamesh. Sucht ihr vielleicht was? Zu dumm. Den Schatz habe ich mir bereits genommen. Was? Ja, fängt doch schon gut an, ne? Ein Puschen gestohlen. Oh ja. Haben wir jetzt wenigstens eine Anzeige bei seiner Lebenskraft oder sind das wieder nur Fragezeichen? Nur Fragezeichen. Weil die Musik ist cool. Nichts Stehbares mehr. Na gut. Okay, alle sind erblindet. Das können wir mit Augentropfen natürlich beheben. Und das machen wir bei dir zuerst. Magiefolge. Protes bei dir. Protes bei dir selbst. So. Du machst weiter mit Feuer. Und du setzt Medica ein. So. Komet. Oh, bringt nicht ganz so viel wie erwartet. Blitzka. Als Frosch kann sie nicht die Zeit, die Weißmagie einsetzen. Das ist natürlich doof. Was war das denn nochmal? Jungfernkurs Braun war. Und Kriele ist eine alte, kleine Frau geworden. Was? Ich versuche mal Gemach. Vielleicht reicht das ja. Jo, es funktioniert. Es ist animiert, also muss es funktionieren. Vitra, brauchen wir eigentlich nur bei dir und dafür gehe ich nochmal Feuer. Ich mag die Musik. Es ist schön bekloppt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr cool, dass man die bei World of Final Fantasy mit reingebaut hat. Glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das auch schon spiele. Nebenbei. Und ich finde es auch sehr gut, dass man dann zum Beispiel mittels
Nebenquests. Aber die... Schon unser viertes Aufeinandertreffen. So viel Gefallen habt ihr also daran gefunden? Ja. Ich merke schon. Ich würde sagen, dass man auf die Final Fantasy Charaktere, wenn vielleicht auch nicht auf alle, aber auf einige, auch so ein bisschen drauf eingeht, wenn auch nicht zu 100%, beziehungsweise auch nicht so viel über die... Langsam ist Schluss! Diesmal wird das euer Ende sein! Krötengesang! Bis, Medica? Er hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Die Nervensäge. Können wir ihn nicht stilllegen? Achso, wegen World of Final Fantasy. Also ich hatte schon den Sidequest mit Bartz und Gilgamesh, wobei Gilgamesh immer wieder versucht, Rache auszuüben, beziehungsweise ja, dass sie halt gegeneinander kämpfen. Obwohl Bartz zum Beispiel auch keine Ahnung hat, warum. Der will ja einfach nur seine Weltreise machen. Ist schon cool gemacht. Übrigens, was ist denn mit dem alten Mann auf einmal? Im Kampf gegen Exodus ist er... Achso, verstehe. Ja, was mir bei World of Final Fantasy nur teilweise ein bisschen gestört ist, dass manche Charaktere auch gar nicht mehr so genau zu wissen scheinen, was passiert ist, beziehungsweise, dass sie sich gegenseitig nicht wirklich kennen. Kann aber auch daran liegen, dass man auch so ein bisschen versucht, die eigentlichen Handlungen in den Hauptspielen zwar anzuteasern, also so leicht anzukratzen, aber das wirklich Wichtige zu verschweigen, eben damit man Spielern jetzt nicht alles spoilert. Ja, damit ja so ein gewisses, wie soll ich sagen, das Nachholbedarf besteht, falls man das Spiel nicht schon vorher kannte. Schon cool gemacht. Genug mit der Vorgeplänkelei. Jetzt wird ernst, lass uns die Klingen kreuzen. Gilgamesh verwandelt sich? Was? Und er hat... Mal sehen, wie stark dieses Schwert Excalibur nun wirklich ist. Der soll Excalibur haben. Ich meine, okay, der hat ein großes Schwert, ein Speer und ich sehe eine Axt und der hat so ziemlich von allem was. Okay, ich muss mal mich ein bisschen mehr konzentrieren und nicht mit Gesprächsthemen, ne? Mich selber ablenken. Zeni-Magie. Was? Wie kann das sein? Das stärkste aller Schwerter? Ich fühle mich betrogen! Ja, es hat wirklich nicht so gezogen. Was? Gilgamesh. Oh nein, jetzt sag mir nicht, Exodus kommt vorbei. Du nichtsnutziger Narr. Für dein andauerndes Versagen verbanne ich dich aus dieser Dimension. Was? Aber ich bin doch gerade dabei. Alles so, dass ich... Bitte! Sei endlich still. Verbannung. In den Riss geschleudert. Nein! Wir haben Caliborn. Okay. Caliborn. Okay. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Ich rate mal, der Samurai kann es nicht tragen. Ich rate einfach mal. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Caliborn. Angriff 100? Wirklich? Moment, einmal ganz kurz. Heiliges Schwert aus der Legende? Also wenn eine Kopie namens Caliburn schon Angriff 100
zusammenrechnet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Excalibur dann noch eine Ecke teurer, beziehungsweise, naja, stärker wird. Ja, krass. Und jetzt ist der arme Gilgamesh in einer anderen Dimension. Vielleicht sieht er dann ja auch Rain und Lan. Na gut. Ich würde sagen, wir können noch mal einmal kurz zelten. Man weiß ja nie, wer nach hinter der Ecke kommt. Und ich meine, wenn Exdes schon so nah dran ist, die ist immer noch leer. Ich hoffe, Exdes ist nicht hier wirklich hinter dieser Treppe. Das Stockwerk. Okay, bei diesem langen, dünnen Flur glaube ich doch so langsam, dass wir uns dem Finale nähern. Beziehungsweise halt... Naja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Guten Tag! Mischt euch nicht ein! Exdes, damit lassen wir dich nicht davonkommen! Wie bitte? Wollt ihr mich denn nicht davonkommen lassen? Ihr wisst doch noch nicht einmal, was ich vorhabe. Was, aber... Ich werde die Welt wieder zu dem machen, was sie einst war. Du meinst wohl eher zu einer Welt des Bösen. Ach, glaubt, was ihr wollt. Ich erwarte doch gar nicht, dass solche Einfallspinsel wie ihr meine Motive auch nur im Ansatz versteht. Aber das spielt doch keine Rolle. Ich werde nicht zulassen, dass ihr weiterhin meine Pläne stört. Eigenhändig. Nett. Exil gestohlen. Okay, Magst du Bio? Nein? Ja, nett. Anfällig für Sanctus. Hast gar. Umpolung? Okay, wir sind eine Reihe nach hinten gestoßen worden. Ich bin bei Pharas. Proteus? Proteus. Ich habe keinen Sanctus. Das ist schlecht. Ich greif mal. Ich ziele erstmal. Was war das jetzt? Was war nochmal Gravitas und was war Levitas? Nehmen wir Gravitas. Es hat keinen Wert, keine Wirkung. Erstmal eine Runde Protest. Erstmal protestieren, ne? Ach, war der schlecht. Ich hätte doch Beschwörer wählen sollen, fällt mir gerade ein. Dann könnten wir Karfunkel mit in den Kampf schicken. Nein, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Dann müssen wir das eben so machen.
ist ja nix. Zeni-Magie. Oh, Erdstoß. Paris. Zeni-Magie ist das Einzige, was momentan hilft. Ja, dann würde ich sagen, pfeifen wir doch einfach auf unsere Finanzen und klöppeln damit, was wir können. Wo ist Schutz? Du kannst Schutz nicht verwenden. Ja, das ist ja peinlich. Kannst Vigra nicht verwenden, kannst Schutz nicht vergenten. Medica auch nicht. Das ist natürlich sehr doof. Komm, wir werfen mal das Fuma Shuriken. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ich glaube, so kriegen wir wirklich noch irgendwie die Kurve. Weil das hier bringt echt nichts. Das ist ein Witz. Hier bitte! Ich! Vakuumwelle. Vigra. Was können wir denn verballern? Ich würde sagen, das Antikschwert. Tschüss! Schnellfeuer. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Oh nein, die Kristalle. Sie zersplittern. Oh nein. Hey, Lena. Mir geht's gut. Faris? Ria! Hey, das da, das ist... Hä? Das ist Schloss Tycoon. Wir sind wieder zu Hause. Was? Haben uns die Kristalle mit letzter Macht hergebracht? Schloss Tycoon, ich werde nicht mehr. Dem Himmel sei Dank, ihr seid unversehrt. Kommt rein! Der Kanzler wünscht mit euch zu sprechen. Er hat Pudding gemacht. Oh, Pudding! Hallo. Ich weiß nicht, was euch erwartet, aber ich wünsche euch viel Glück. Prinzessin Lena. Kommt bald wieder. Okay, haben sich die Textboxen nicht verändert. Na gut. Dann mal auf zum Kanzler. Prinzessin Lena, Prinzessin Sarisa, ach, willkommen zu Hause. Vater, ja. Der Tod des Königs war ein großer Verlust für uns alle. Wir müssen alle unser Bestes geben.
jetzt erst recht. Dafür ist Prinzessin Sarisa ja wieder unter uns. Das muss gefeiert werden. Wir dachten immerhin, sie wäre tot. Na komm. Sarisa? Das ist mein richtiger Name. Ich kann mich daran nicht gewöhnen. So ist es, liebe Prinzessin. Das ist der Name, der Papa mir gab. Hey, was wird das denn, wenn ich fragen darf? Hä? Die Vorbereitungen für das Bankett sind soweit. Eure Begleitung ist selbstverständlich ebenso eingeladen, daran teilzunehmen. Na dann? Was? Ihr wollt, dass ich da rausgehe, in diesem Aufzug? Seid ihr von Sinn? Nur zu, Prinzessin. Oh, ich will nicht. Oh nein, jetzt können mich alle im Kleid sehen. Sie sieht so hinreißend aus. Ich könnte mich verlieben. Oh, Faris, du bist wunderschön. Oh, du bist so wunderschön. Warte, ich knall gleich eine. Schlimm, dass mir jetzt auffällt, dass Bartz auch der einzige Mann in der Truppe ist. Ich meine, ups, naja. Bartz, du bist ja ganz schön rot. Alles gar nicht wahr. Oh. Krele? Auf jeden Fall kann ich mich jetzt wieder bewegen. Ups. Oh, Verzeihung. Oh. Kann ich nicht zu den Prinzessinnen gehen? Nein. Nun gut. Auf, auf. Zeit, das Tanzbein zu schwingen. Nana. Okay, die sind alle in Feierlaune, aber Krele. Opa. Krele, wie geht's dir mittlerweile? Es geht schon. Ich empfinde gar nicht mal so viel Trauer. Vielmehr so einen Tatendrang. Es ist fast so, als würde Opa uns antreiben wollen und sagen, dass wir uns beeilen sollen. Ich weiß, was du meinst. Lass uns gehen. Was? Wie? Wir sind immerhin zurück in meiner Welt. Dafür muss es schon einen Grund geben. Und den sollen wir herausfinden. Ist gut. Irgendwie habe ich gerade gedacht, eigentlich könnte Bartz Krele ja auch direkt adoptieren. Ich denke, Garlof würde es auch so wollen. Nun gut, heißt das jetzt, dass wir gehen sollen? Ich würde mich aber gern noch von den beiden... Verzeihung. Okay, die sind so in freier Laune. Aber wollte ich mich eigentlich noch von Lena und Faris verabschieden? Sarisa. Ich muss mich an den Namen auch gewöhnen. Was ist mit den beiden? Die sind momentan wohl kaum abkömmlich. Aber... Verstehe, sie haben ihre Pflichten. Wenn Prinzessin Lena doch nur hier bleiben würde. Ich will eigentlich nicht ohne sie gehen. Oh. Ja. Eine sichere Reise. Oh.
Riker vom Timer abgelenkt. Oh, Verzeihung! Ich wollte gerade allen nur Bescheid geben, dass die Brücke über dem Fluss im Westen fertiggestellt wird. Hä? Eine Brücke? Oh, es könnte sein, dass Buko immer noch in der Höhle im Westen wartet. Buko? Mein Chocobo und mein bester Freund. Alles klar. Glaubst du mir etwa nicht? Naja, so ungeschickt, wie du dich beim Reiten eines Winddrachen anstellst. Hey, nicht frech werden, ja? Au, das kriegst du wieder. Au, Backe, gegen Kriele sehe ich echt kein Land. Okay. Wir sind wieder zurück. Irgendwie kommt mir da die Landmasse ein bisschen größer vor, kann das sein? Ich meine, die halbmondförmige Insel war vorher nicht mit den Kontinenten verbunden. Und jetzt ist da auf einmal so eine Schnur. Es wirkt alles auch so ein bisschen voluminöser. Nennen wir es mal so. Merkwürdig. Aber ich glaube, das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Und ich hoffe, dass Lena und Faris dann wieder mit dabei sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald und tschüss!